Ja, das kann ich ganz gut. Also das war wirklich anstrengend und dramatisch, weil zur gleichen Zeit in kürzesten Abständen dann zwei Mitarbeiterinnen selbstständig gekündigt hatten, aus unterschiedlichsten Gründen. Und ich stand halt da und wusste so schnell gar nicht, woher bekomme ich eigentlich neue Mitarbeiter. Und dann habe ich versucht, wie klassisch eigentlich immer, über die Zahnärztekammer. Wir haben versucht, über WhatsApp, über die Statusbilder was zu machen. Wir haben versucht, über die Kolleginnen aktiv Mitarbeiterinnen zu bekommen oder anzusprechen, dass Stellen frei sind. Aber das war nicht so richtig von Erfolg gekrönt. Also die Anzeige, die ich selber geschaltet habe, die hat überhaupt keine Resonanz hergegeben. Und dann habe ich nach einer Woche eine Bewerbung bekommen. Aber diese Mitarbeiterin kam leider für die Stelle auch nicht in Frage. Und so, ja, bin ich quasi an sie geraten. Und dann ging es los. Ja, also interessanterweise sofort wahnsinnig viele Bewerbungen. Ich bin wirklich gar nicht hinterhergekommen, die Bewerbungsanfragen zu bearbeiten und überhaupt Anfragen zu stellen. Ich glaube, es waren letztlich um die 40. Ich hatte dann die schöne Situation, dass ich aus diesen 40 Bewerbern tatsächlich passende Kandidatinnen gefunden habe. Das war eine Kollegin, die ich dann für die Anmeldung und Marktplatzmanagement haben wollte, die ZMV-Stelle jetzt übernommen hat, und noch eine ganz liebe Mitarbeiterin, die für die Stuhlassistenz zuständig ist und die ZFA ausgebildet ist. Ja, das sind die beiden, mit denen ich sehr glücklich und zufrieden jetzt quasi in das neue Jahr gestartet bin. Nein, überhaupt nicht, weil ich schon von Kollegen gehört habe, dass es sowas mittlerweile gibt. Ich hatte bloß selber noch nicht den Antrieb oder die Chance genutzt, tatsächlich da mal einzusteigen. Aber aufgrund der entstandenen Situation habe ich gesagt, jetzt wage ich den Schritt und bin sehr positiv überrascht worden. Das muss ich schon sagen. Ja, während der Betreuung ja fast gar nicht. Also den Aufwand, den würde ich jetzt nur da oder dahin sehen, dass wir durch diese vielen Anfragen natürlich alle versucht haben anzuschreiben und da Kontakt aufzunehmen. Also das hat schon ein bisschen Zeit in Anspruch genommen. Es ist auch nicht so, dass alle geantwortet haben. Also man konnte dann schon relativ schnell sehen, welche Kandidaten letztendlich übrig bleiben, die man dann aktiv weiter einlädt und kennenlernt. Und ja, die Betreuung durch ihr Team war wirklich super. Ja, also ich hatte ja nun den Betreuer, den Herrn Hefelinger. Da muss ich ganz ehrlich sagen, dass der eine ganz wundervolle, freundliche Art hatte. Der war sehr bei mir, der hat mir so ein bisschen auch die Ängste genommen, der war auch sehr positiv. Also sobald ich mal eine negative Äußerung oder Gedankengang geäußert habe, hat er das gleich umgedreht und hat gesagt, das kann man auch anders beurteilen. Also er hat da ganz viel dafür getan, dass ich nicht verzweifle an dieser Personalnotsituation, sondern dass es eben einfach Möglichkeiten gibt, da auch was zu generieren, was dann sich positiv entwickelt. Und so war es dann ja auch. Okay, super. Dann vielen Dank auch für das Interview und dann auf eine weitere gute Zusammenarbeit. Ja, das hoffe ich und danke auch.